Peggy 18. So, heute, gerade eben hat an meiner Türe geklopft und ich habe jetzt endlich meinen Gorilla-Pott bekommen. Also, es steht zumindest auf der Packung drauf, irgendwas mit Gorilla. Ich werde das Ding jetzt gleich mal auseinanderreißen, werde so eine Art kleines Unpacking machen, weil ich habe mir den Gorilla-Pott Focus gekauft. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Weil ich nicht immer Bock habe, mein Riesenstativ mitzunehmen, vor allem wenn ich unterwegs bin und nur den Rucksack dabei habe. Deshalb schauen wir einfach mal, was drin ist. Ich bin mal gespannt, wie das Ding aussieht, aber zuerst das Fenster aufmachen. So, jetzt werde ich mir die ganze Mimik mal anschauen, wie es aussieht. Ein Messer, irgendein Extra-Paket, keine Ahnung, was das ist. Ich habe Gott sei Dank ein verdammt scharfes Messer. Wahnsinn. Jeder sollte so ein Messer besitzen. Nur, dass ich nicht irgendwas zerschneide, was ich nicht zerschneiden sollte. Ja, das schauen wir uns hier an. Wo ist der Anfang? Alles natürlich. Ich sehe es, komm, ich schneide mir noch den Arm ab. Dann hätte sich nämlich die Geschichte mit Thailand nämlich auch erledigt. Ich sehe schon, das sieht gut aus. Verpackt für die Ewigkeit. Ich hab das auch. Sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ich bin gespannt. Übrigens finde ich, dass Jobby ein echt süßes Wort für ein Handjob ist. Schau, jetzt könnte ich bitte einen Jobby bekommen. Hochqualitätsversiegelung ist auch noch verschlossen. Herrgott, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Wie diese Verpackungen, wo diese kleinen SD-Karten drin sind. Da könnte ich durchdrehen. So, mein Freund. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Nur Verpackung? Da ist das gute Stück. So, das ist also der Jobby Foco. Wow, der ist ganz schön. Der ist aus Metall. Also diese Riesenbollen hier, die sind aus Metall. Ich habe immer gedacht, dass die aus Plastik wären. Also die sind ganz schön stabil, die Dinger. Echt geil. Ich muss sagen, von der Verarbeitung her, so was ich jetzt als Fachdepp vom Metall sagen kann, finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Oh, süß. Hier ist noch so eine kleine Nadenschraube, Adapter-Dingsi. Ist ja ganz süß. Das ist übrigens auch wieder so eine Scheiße, die man direkt verliert. 100%ig. Cooles Teil. Ich bin mal gespannt, wie das dann später wird, wenn ich unterwegs bin, weil ich immer wieder das Problem habe, dass ich dieses Stativ, wo jetzt gerade meine Kamera drauf ist, das ist zwar sehr stabil. Stabil. Das ist viel zu schwer. Brauche ich nicht dieses Riesending, das... Was? Deshalb bin ich mal gespannt, wie sich dieser Handjobby hier macht, wenn ich unterwegs bin. So, soweit zum Jobby. So, jetzt hier gratis Zeug, da freut sich der Schwabe. Jobby Impuls. Das hier war auch noch... Da knistert es doch an meinem Rücken. Na egal. Ich habe das hier noch dazu bekommen. Bluetooth, 27 Meter. Das ist... Ich vermute, das wird so eine Art Bluetooth-Sensor sein. Mit dem man... Keine Ahnung, vielleicht sein Foto, Handy etc. was weiß ich was auslösen kann. Hier so ein kleiner... Plastikclip, aber mit dem wird man wahrscheinlich irgendwas auslösen können. Made in China. Dann hat es ja nicht so einen weiten Weg gehabt, ne? Das wäre einmal das, das wäre einmal das. Kommt hier der Kugelkopf drauf und dann passt die Geschichte.